Wada Isila Pasjan Hasdawa Batri Takar Kalapar Laiwasu Udam Ulha Hayash Takar Bal Tasha Daus. Far Cry Primal, und mein Name ist Markoxy und wir machen hier einmal weiter, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, müssen wir die Isila-Schwester töten. Deswegen machen wir das einmal. Oh. So. Das ist mal wieder, oh, voll schief gegangen. Ich würde sagen, wir lassen uns erstmal töten. Oha. Ein Dachs. Und ein Wolf. Na, endlich. Ich habe schon gedacht, das wird nie irgendwas. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Das habe ich schon gedacht. Oha. Puh. Die Spannung steigt. Wo ist denn der Feind? Da oder? Nee. Ist nur schiefer. Oha. Na gut, dann müssen wir halt. Oha. Sterben. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Kriegen wir schon irgendwie besser hin. Aha. Gut. Wollen wir mal. Raus mit dir. Komm, 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 komm. Hopp. Na, der hat mal wieder gesessen. Du wirst keine Chance haben.
Jetzt müssen wir mal was gucken. Bienennester. Ja, Pesti, Pesti. Zack. Na, warte. Ich mache euch schon irgendwie platt. Zack. Zack. Mal kaputt. Und ich als allererstes. So, Feierabend. Was willst denn du? Oha. Na, 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 na. Puh. So, nochmal was. Okay, durchsuchen wir erstmal die Tante. Dann die zwei. Wenn ihr Armband. Gut, Feierabend. Abflug. Wobei, komm, den machen wir noch einmal platt. Gut. Abgeschlossen. So soll es sein. Ein Holzpfeil. Gut. Auf zum nächsten. Am besten gehen wir zu dem. Ins Kalte. Wir müssen auch noch ein bisschen mehr mit irgendwelchen Wurfgegenständen arbeiten. Darunter zählen gerade so Bomben, so ein Bienenschwarm. Und es gibt ja irgendwelche Booster. Da sollten wir halt auch irgendwie aktiv werden. Aber ich brauch's eigentlich. Glaub gar nicht. Gerade so Booster oder so. Bin jetzt gar nicht so scharf. Geht's da nicht mehr raus? Da geht's aber raus. Wir müssen auf jeden Fall umdrehen. Müssen wir in diese Richtung gehen. Können wir mal hier die ganzen Gegenstände mitnehmen. Genau. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Ständig was in meinem Hals. Nee, nee, da wollen wir nicht rein.
Tapir. Ah, Mammut. Ich hoffe, das war das. Das können wir nicht besteigen. Das auch nicht. Hm. Und das dann wohl auch nicht. Nein. Oh. Wenn die jetzt... Puh. Ein paar haben wir schon abgehängt. Ich glaube, da kommt Mammut nicht so ohne weiteres rauf. Dafür haben wir hier schon mal Wölfe an der Backe. So, die hauen erstmal ab. Hm. Gehen wir mal so hoch. Ein Großelch, den können wir noch gebrauchen. Da rufen wir erstmal unseren Bär. Und den setzen wir jetzt nämlich auf den da an. Los, hol ihn dir. Lauf, mein Bär, lauf. Hast du ihn? So, der brennt jetzt. Ja, sehr gut. Das hast du gut gemacht. So, Pfeil haben wir jetzt angezündet. Großelch, jawohl. Gut. Das hast du sehr gut gemacht. Und wieder zurück mit dir. So. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Höhle der gefangenen Messer. Mhm. Das wird lustig. Wie kommen wir da hoch? Hm, da können wir uns nirgends festhalten. Moment mal, wenn das heißt die Höhle, dann muss es da doch einen Eingang geben. Ach. Wir können da hoch. Und auf geht's. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Auge um Auge. Okay, wir müssen Karos in Mox Höhle erreichen. Ich glaube, wir wechseln auf den Speer und zünden den an. Hm. Ah ja, gut.
Hä? Gut. Nee, nee, nix Venture. Venture nicht da. Können wir? Da können wir schon rein. Sehr gut. Okay. Alter Schwede. Der hat ja nur noch ein Auge. Kamet. Habe schon gedacht, wir wurden entdeckt. So, jetzt mal gucken, ob er da... Gut, der brennt jetzt erstmal. Sehr gut. Was ist mit dir? Komm. Gut, komm, Karosch. Komm, Karosch. Komm, du Trottel. Was ist denn das für eine Trottel? Na, jetzt ist dieser Karosch tot. Holzpfeil, Holzpfeil. Wagt es nicht.
So. Holzpfeil, nehmen wir alles mit. Wir lassen ja nichts bei den Feinden, ne? Okay, gut. Und weg hier, Karosch. Zack. So, und jetzt? Oh, Halleluja. Huh, das war knapp. Magmarma, I shall you with Sushnu Sasa. Machira, why chasu jinafmas? Rashta. Ja, Rashta, ne? Auge um Auge abgeschlossen. Das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Dann sage ich einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.